Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Joshua von SafeDesk und ich zeige euch heute das Tool Evernote. Evernote hilft dir dabei, deine Ideen, Projekte und To-Do-Listen zu erfassen und zu priorisieren, diese mit Freunden oder Arbeitskollegen zu teilen, auf dem PC oder Smartphone, immer synchronisiert. Und das Tolle bei diesem Tool ist, dass man es sowohl als Desktop-Anwendung, als auch im Browser oder auch auf dem Smartphone als App nutzen kann. Nachdem man sich hier registriert hat und sich angemeldet hat, kann man die Anwendung erstmal runterladen und das Ganze sieht dann so aus. Und ich möchte euch jetzt mal eine Übersicht geben über die Grundfunktionen, die dieses Tool zu bieten hat. Die Kernfunktionen dieser Software sind eben Notizbücher. Und dazu erstelle ich mal hier ein neues Notizbuch, klicke auf das Plus, gebe dem einen Namen und erstelle ein neues Notizbuch. Das erscheint dann auch direkt hier und hier oben über Neue Notiz füge ich mal unsere erste Notiz in das Buch ein. Und zugleich öffnet sich dann dieser Editor und hier oben haben wir unsere Werkzeugleiste, vieles davon kennt man, Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe, fett, kursiv, unterstrichen. Aber was hier besonders ist, sind zum Beispiel diese Kontrollhäkchen, mit denen man eine To-Do-Liste erstellen könnte und dann die Anlagen lokal oder von Google Drive und man kann auch Audioaufnahmen machen oder Schnappschüsse erstellen. Was ich richtig stark finde und auch hervorheben möchte, das sind eben diese Vorlagen, aus denen wir wählen können. Und hier bietet Evernote ja ein recht großes Repertoire aus verschiedenen Kollektionen und Kategorien mit den verschiedensten Vorlagen für fast jedes Themenfeld, für fast jedes Aufgabengebiet. Ob das jetzt für die Arbeit ist, für die Schule, fürs Leben. In diesem Beispiel können wir einfach mal unter Projektmanagement einen Tagesplaner nehmen und der wird dann hier direkt so eingefügt und den können wir jetzt zum Beispiel ein bisschen personalisieren, die Farbe ändern, das Datum ändern. Und wir können ja mal als Beispiel hier um 9 Uhr ein Meeting ansetzen, machen das blau, das heben wir ein bisschen hervor und könnten zum Beispiel jetzt so eine kleine Anwesenheitsliste erstellen, um mal nachzuhaken, wer denn alles dabei ist. Dazu mache ich mal hier eine Stichpunktliste, füge ein Kontrollhäkchen ein und den Namen. So können dann die Leute, nachdem ich es freigegeben habe, eben ihre Anwesenheit bestätigen oder auch nicht. Und dann könnte ich hier zum Beispiel noch den Inhalt des Meetings, also worüber wir heute reden, in Form einer Audioaufnahme eben aufzeichnen und einfügen. Und gehe dann hier oben einfach auf Audio aufnehmen, sage aufzeichnen und erzähle dann jetzt den dreien, worum es in diesem Meeting gehen soll. Speichere das ab und das Ganze wird dann auch sogleich hier unten eingefügt. Und hier oben über Freigeben kann ich dann eben den drei zum Beispiel einen Link zuschicken oder über Facebook, denen dann eben die entsprechenden Rechte erteilen, dass die diese Liste einsehen können und auch bearbeiten können. Und im Optimalfall bestätigen mir Paul und Laura und Susi dann ihre Anwesenheit. Die ganzen Notizen werden dann hier einfach aufgelistet und hier könnte ich jetzt natürlich jede Menge neue Notizen einfach hinzufügen. Wenn ich dann irgendwann mal jede Menge Notizen habe und ich etwas suche, dann kann ich hier oben in diesem Suchfeld den Suchbegriff eingeben und er sucht mir dann in all meinen Notizen den entsprechenden Begriff und er wird mir dann auch angezeigt. Das Besondere hierbei ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beleg einscanne, welcher ja dann als Foto vorliegt, kann Evernote selbst darin suchen und den entsprechenden Begriff finden. Sehr praktisch. Hier oben habe ich dann noch die Möglichkeit, mir eine Erinnerung zu setzen, das Ganze zu präsentieren, zu drucken, per E-Mail zu verschicken oder gegebenenfalls zu löschen. Eine weitere tolle Funktion, die mit Evernote kommt, ist das Add-on Webclipper. Der Webclipper, der gibt uns die Möglichkeit, Webseiten zu speichern, aber nicht einfach nur ein Screenshot oder nicht einfach nur offline speichern, sondern wir können bestimmen, ob wir zum Beispiel den Artikel oder nur den reinen Artikel, die komplette Seite, ob wir ein Lesezeichen setzen oder einen Schnappschuss machen möchten. Da kann ich jetzt zum Beispiel den Bereich auswählen, der für mich wichtig ist und den ich in mein Notizbuch speichern möchte und kann zum Beispiel schon direkt im Browser entsprechende Kommentare machen und Markierung vornehmen. Dann sage ich, in welches Notizbuch das gespeichert werden soll und gehe auf Speichern. So, jetzt gehe ich zurück zu meiner Anwendung, klicke auf Synchronisieren und hier erscheint
der eben erstellte Schnappschuss. Eine weitere nützliche Funktion ist das Einscannen von Belegen. Hier kannst du alle deine wichtigen Unterlagen archivieren, mit dem Smartphone zum Beispiel. Und so kannst du alle wichtigen Unterlagen griffbereit haben, wie zum Beispiel Kranken- und Versicherungsakten, Produktinformationen, Rechnungen und Belege und vieles mehr. Oder du kannst zum Beispiel Visitenkarten einscannen, damit sie nicht mehr auf deinem Schreibtisch rumliegen, und hast sie so immer und überall griffbereit. Alle diese Belege, die kannst du natürlich in deine Notizen einfügen und diese auch im Team teilen. Evernote ist in der Basic-Version kostenlos und bietet die Möglichkeit, monatliche Uploads von bis zu 60 MB und maximale Notizgrößen von 25 MB. Das reicht für die meisten Sachen aus, wenn man jetzt in einer Firma arbeitet oder in einem Team arbeitet, wo viele Daten hin und her geschickt werden, also große Anhänge bearbeitet werden müssen, dann bietet sich da schon das Upgrade zu Premium oder zu Business an, weil man hier einfach deutlich mehr Speichergrößen hat. Und das erfolgt dann in einem Monatsabo. Ab 7 Euro geht's da los. Ja, das waren so die Grundfunktionen von Evernote. Ich finde den Einstieg super einfach, super intuitiv. Und wie man schon aus den Vorlagen sehen konnte, hat man da einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und kann so für jedes Themenfeld wunderbar Projekte planen und alles im Überblick haben. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich konnte euch einige nützliche Tipps mit auf den Weg geben. Lasst uns ein Like da. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.